machen jetzt noch eins im verlorenen Profil, bitte. Ganz leicht drehen, genau. Und dann aber trotzdem so da hingucken ungefähr, genau. Durch die Knöpfe, mal gucken. So. Ja, das ist sehr schön. Ja, zunächst einmal nehme ich das, wo unser Blick automatisch hingelenkt wird, nämlich ins Gesicht und auf die Hände, aus dem Bild heraus, indem ich die Menschen umdrehe. Es geht mir eben dabei um die Kleidung als nonverbale Kommunikation. Es geht mir um altes Handwerk. Die Botschaften, die ich habe, die sind sehr, sehr vielschichtig. In dem Moment, wo ich aber eine Person fotografiere und ich fotografiere sie von vorne, wird unser Blick automatisch auf das Gesicht und auf die Hände gelenkt und wir fangen auch an zu werten. Also wir fangen an, uns zu überlegen, ist die Person alt, jung, ist die mir sympathisch, ist die nicht sympathisch, ist die hübsch, ist die weniger hübsch. Also das sind alles Dinge, die mich überhaupt nicht interessieren in meinem Projekt, sondern mich interessiert tatsächlich die nonverbale Kommunikation in der Kleidung, mich interessiert das alte Handwerk, mich interessiert auch ein Stück weit, was man ablesen kann. Die Person ist nicht unbedingt wirklich wiederzuerkennen, aber es ist trotzdem immer noch sehr intim, weil ja eben so viel darüber zu lesen ist in der Kleidung. Also sowohl persönliche Dinge, sozialer Stand, die Region, wo die Person herkommt. Ich würde es eher als eine Art Gesellschaftsporträt bezeichnen, meine Serien, die ich dann in den verschiedenen Orten mache. Sehr schön, wie ein altes Gemälde. Jetzt machen wir noch einmal von der anderen Seite, bitte. Genau. Ja, also mich hat schon sehr früh die niederländische Stilllebenmalerei inspiriert, eben auch mit diesem tiefen Schwarz, was ich ja in meinen Bildern auch habe und diese sehr klare Formgebung, also die mache ich mir ja in meinen Bildern auch sehr zu eigen, also die sind schon immer so aufgebaut, dass ich auch vergleichend schauen kann. Ich nutze den schwarzen Hintergrund auch, um dem Ganzen etwas Malerisches zu geben und eben auch so eine Stringenz, dass also alle Personen gleich dargestellt sind. Sie sind gleich groß, wo ich auch vergleichen kann, wo ich vergleichend schauen kann, wo ich kommunizieren kann und auch erarbeite mit den Menschen, die ich fotografiere, was die einzelnen Botschaften in den Kleidungsstücken sind, was dort abzulesen ist. Und die sind sehr vielfältig, die sind teilweise sogar sehr privat, die sind sozialer Status kann abgelesen werden, die Orte können abgelesen werden. Und selbst wenn das für den Betrachter augenscheinlich wahnsinnig ähnlich ist, ob jetzt die Tracht von Amrum oder von Föhr kommt, so sind doch Unterschiede zu erkennen für den Eingeweihten. Und das finde ich eigentlich hochinteressant. Die Amrumer haben zum Beispiel auch bei einer weißen Schürze hinten die Heißhacks, diese genau. Brosche. Aber die Führer haben das eben nicht. Ja. Das ist einer von diesen winzig kleinen Unterschieden, die es so gibt. Da sieht man die auch von hinten. Genau, aber ich find das total genial. Was mich hier sehr fasziniert, das war zu erfahren oder zu lernen, dass Traditionen, auch gerade diese Bekleidungstradition, die Tracht, für immer noch sehr gelebt werden und total im Alltag integriert sind. Also wie jetzt zum Beispiel zur Konfirmation, zum Abitur, Hochzeiten oder jegliche Art von Feiern. Die Frauen tragen nach wie vor die Tracht, selbst die jungen Mädchen. Wie ich hier auch erfahren konnte, werden die selber genäht. Also sie werden selbst in Handarbeit gemacht. Und auch dort sehe ich, dass eben bestimmte Handwerkstechniken eben von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und das finde ich schon sehr faszinierend und es macht mir große Freude, das zu sehen. Also in diesem globalen Langzeitprojekt, das abgewandte Porträt, lege ich ja gleichzeitig auch ein Archiv an. Also ich fotografiere etwas und halte etwas fest, was vielleicht in 10, 20 Jahren gar nicht mehr da ist.
wir wissen es nicht, vielleicht wird es nochmal eine Renaissance erleben, aber es gibt sehr viele Orte, wo es schon den Anschein macht, dass es verloren gehen könnte. Gleichzeitig erfülle ich auch einen dokumentarischen Zweck, indem ich von hinten fotografiere. Zum Beispiel in der Anthropologie findet man sehr häufig überhaupt gar keine Aufnahmen von den Rückenansichten. Also diese Information fehlt sehr häufig. Und es wird mit Sicherheit in Zukunft werden wahrscheinlich meine Arbeiten auch mit zu Rate gezogen. Und das ist dann eben auch eine Art von Erinnern. Und das ist ein Teilaspekt meiner Arbeit. Das ist es nicht nur, aber ich denke, es ist auch ein großer Teil.